zweite, dritte, vierte bis zehnte Reihe zurücktreten, um den Platz zu machen, was ewig ist. Weil das, was hier in der Welt ist, ist vergänglich. Das, was jetzt kommt durch die Menschwerdung, ist etwas so Neues, das kannst du nicht in diese Schläuche, in diese alten Schläuche des Alten Testamentes, aber auch nicht dieser Welt füllen, die zerbersten, es kann es nicht halten, es ist etwas ganz Neues. Man kann auch nicht einen neuen Flick auf ein altes Kleid nähen. Es geht nicht, es zerreißt am Schluss, weil eben das Neue stärker ist. Und so vergleichen wir das, was jetzt gekommen ist durch Jesus Christus. Was Maria uns geschenkt hat, indem sie gesagt hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Hier ist etwas ganz Neues hineingekommen. Nicht mehr ein Gott, vor dem man sich fürchten muss, sondern ein Immanuel, ein Gott mit uns. Etwas ganz Neues. Nicht mehr der Gott, vielleicht im Alten Testament, wo sich so viele fürchten und wo man den Engel Gottes gesehen hat, da muss man sterben. Nein, jetzt kommt Gott sogar in den Menschen. Er nimmt den Menschen an. Er wird Mensch. Der ferne Gott, vor dem man Angst haben musste, wenn man schon den Engel Gottes gesehen hat, wo das Volk sich gefürchtet hat, als sie die Stimme des Herrn gehört haben auf dem Berg Sinai, sind sie niedergefallen, haben sich gefürchtet. Jetzt kommt Gott so nah. Jetzt kommt Gott so nah, dass er ein Immanuel wird, ein Gott mit uns. Nicht mehr die Beobachtung des Gesetzes, damit ich dann gerechtfertigt bin vor Gott, wo ich immer merke, ich bin doch schwach und ich habe Fehler und Schwächen und falle immer wieder in die gleichen Sünden. Nein, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt kommt die Erfüllung des Gesetzes. Denn weil wir es nicht halten können, tut ein anderer Eintreten für uns und all die Sünden ans Holzeskreuz tragen. Er nimmt selbst alle Sünden auf sich. Das kannst du nicht als ein neuer Wein in alle Schläuche machen. Da kannst du nicht ein neues Stück Stoff auf ein altes Kleid machen. Nein, das geht nicht. Da muss neuer Wein in neue Schläuche. Jetzt bricht etwas ganz Neues an. Jetzt noch mehr anzubrechen. Jetzt ist die Liebe da, die uns geschenkt ist. Der nahe Gott. Nicht nur, dass er für die Sünden eintritt und die Sünden auf sich nimmt, freiwillig. Sondern jetzt noch mehr. Jetzt lädt er uns ein in eine Brautschaft. Können denn die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist? Merkt ihr, Gott ist gekommen als Bräutigam. Die Väter sagen, also das sind die ersten Theologen der ersten 6 Jahrhunderte, in der Menschwerdung, als der Sohn Gottes hinabstieg in den Schoß Mariens, hat er sich schon vermählt mit der ganzen Menschheit und hat Hochzeit gefeiert mit der ganzen Menschheit als Bräutigam. Und solange dieser Bräutigam unter uns ist, mit dem er sich letztlich eine Braut ersehen lässt, die er vor sich erscheinen lässt, wie es bei Paulus heißt, er ist der Bräutigam am Kreuz und hat sich die Braut schön gemacht, ohne Flecken, Runzeln, Fehler, makellos, wie es im Lateinischen ausgedrückt ist, immaculati, fleckenlos, rein. Jetzt tritt Gott so ein, er wählt uns Menschen, er ist der Bräutigam, er wählt die ganze Menschheit als Braut und lädt sie ein, sich mit dem Bräutigam für immer zu vermählen. Das ist absolut was Neues. Das kannst du nicht in alte Schläuche stecken. Das ist etwas Neues. Nicht mehr liebe deinen Freund und deinen Feind hassen. Nein, jetzt bricht etwas Neues an. Das nicht mehr in alte Schläuche zu füllen ist. Liebe deine Feinde, tu Gutes denen, die dich hassen. Segne die, die dich verfluchen. Jetzt bricht etwas Neues an, was allen den Rang auf abläuft. Jetzt sind wir eingeladen, Vater, lass sie eins sein,
wie du mit mir eins bist. Ich in ihnen und du in mir. Stellt euch mal das vor. Lass es mal in euer Herz hinein. Vater, lass sie eins sein. Alle, die Braut, wie du mit mir eins bist. Der Mensch wird eingeladen in das Brautgemach Gottes, in die Liebe Gottes, in die Einheit mit Gott. Das, was er verloren hat durch die Erbsünde. Ist das nicht was Neues? Kannst du diesen neuen Wein in alte Schläuche füllen? Nein, du musst sie in neue Schläuche füllen. In diese Schläuche der Liebe, die wir bekommen haben durch die Taufe. Dann ist wahrhaft etwas Neues angebrochen, das alles übersteigt. Das ist so schön. Wir sind dazu eingeladen und es ist alles neu. Denn Himmel und Erde werden vergehen, das ist das Alte. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist das Neue. Das hat Maria, die Mutter Jesu, uns geschenkt. Und hier ist etwas ganz Neues angebrochen. Und wie sehr, manchmal denke ich, ist so ein Staub da drauf gekommen, auf diese Begeisterung über das Neue. Es ist so ein alt geworden, manchmal muffig geworden und wir sind nicht mehr begeistert von dem Neuen, was jetzt gekommen ist. Manchmal denken wir, es ist das Alte wieder. Es ist etwas, was eigentlich gar nicht begehrenswert ist. So wird es in der Gesellschaft dargestellt und wir müssen wieder im Innersten begeistert sein, dass wir der Welt das Neue zu bieten haben. Das, was sie anstrebt, den ganzen Materialismus, den ganzen Konsumismus, den ganzen Hedonismus, das heißt die Lustorientiertheit, bringt sie in den Tod, vernichtet sie. Wir haben als Kirche, als jene Kirche, die Christus gegründet hat, die katholische Kirche, einen neuen Wein einzubieten, der alles übersteigt. Denn wer an mich glaubt und wenn meine Worte hält, der hat das ewige Leben. Wer mein Wort aufnimmt, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir müssen darin selbst begeistert sein. Wir müssen dieses Neue sehen, was Gott gebracht hat, das alles übersteigt. Jetzt ist Gott im Menschen. Und er wählt den Menschen zu seinem Tempel. Vorher war er nur in der Bundeslade im Alten Testament unter seinem Volk und hat es geleitet, weil er immer gern unter den Menschen war. Jetzt erwählt er den Menschen als Tempel. Wieder ein Bild, diese Brautschaft zum Bräutigam zu leben. Die Braut ist der Tempel, in dem der König einzieht. Durch die Eucharistie, in dem dann gesagt hat, wieder was Neues. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Meine Lieben, das ist Neues. Das ist göttlich Neues. Das sind Schätze, nach denen wir streben müssen. Sammelt euch nicht Schätze, die Motte und Rost zerfressen. Schau dir mal an, wie schnell verrinnt das, dieser Materialismus. Sammeln wir Schätze, die nicht Motte und Rost zerfressen. Schätze, die hinüberreichen bis ins ewige Leben. Tun wir nach dem Neuen uns ausstrecken. Tun wir doch nicht das Minderwertige. Das, was vergeht, gegen etwas Unvergängliches eintauschen. Und das ist das Neue. Das Unvergängliche, das ewige Leben, dass wir einmal mit Gott diese ewige Hochzeit des Lammes feiern. Wo der Herr selbst dann sagt, ich werde mich gürten und jeden Einzelnen nach der Reihe nach bedienen. Wir werden eins sein mit ihm, wir werden ihn schauen. Ist das nicht das Neue? Müssen wir denn nicht bis in die Haarspitzen begeistert sein? Müssen wir nicht brennen von diesem neuen Wein, den du nicht in alte Schläuche stecken kannst? Jetzt ist was Neues angebrochen. Und das ist in besonderer Weise in ihr angebrochen. Sie ist schon Maria, die Mutter Jesu, unsere liebe Frau von Altötting. Sie ist schon diese neue Schöpfung. Denn Großes hat der Herr hier getan.
An ihr hat er schon diese Schöpfung getan, damit der Heilige zu uns kommen konnte, Mensch wird. Aber nicht nur in ihr, sondern dass er auch Wohnung in uns nimmt. Ist das nicht das Größte, was man sich vorstellen kann, meine Lieben? Da müssen wir begeistert sein. Stundenlang reden, nicht mehr aufhören. Meine Lieben, alle, die es hören, greift nach diesem Neuen. Seid dieser neue Wein, der brennt. Und nicht schal gewordenes Salz, was die Leute zertreten. Ein Christentum, das schal geworden ist, lau geworden ist und so langsam immer wieder sich anbietet dem Zeitgeist und dem Materialismus und was man so in der Welt denkt, wo sich verweltlicht, wo Benedikt genau gesagt hat, die Verweltlichung des Christentums, etwas Furchtbares. Wenn man anbietet sich der Welt, nein, die Welt muss wissen, wir haben das Neue zu bieten. Wir haben das Ewige zu bieten. Wir haben das anzubieten als Geschenk, was nie vergehen wird. Und das muss es bleiben. Neuer Wein.